Hallo liebe Gamer und willkommen zu diesem kleinen Testcheck-Video zur PS4-Fernbedienung. Und ihr denkt euch, PS4-Fernbedienung? Es gibt doch gar keine PS4-Fernbedienung. Das stimmt, zumindest nicht in Deutschland und nicht in Europa, aber in den USA. Und da habe ich das Teil auch her. Das Teil ist offiziell lizenziert von Sony und vom Hersteller PDP und hat ungefähr $30 gekostet, ohne Steuern. Und ja, das verspricht eine Universalfernbedienung für die PS4. Und als erstes werden wir das Ding erstmal aufreißen. Als erstes schauen wir uns erstmal die Verpackung an. Mir ist es übrigens immer noch ein absolutes Rätsel, warum Sony noch keine offizielle Fernbedienung herausgebracht hat. Denn auf der PS3 gab es ja eine, die relativ ähnlich ausgeguckt hat. Aber für die PS4 gibt es bis heute nichts in der Art. Eben nur das hier, das aber nur in den USA erhältlich ist. Und hier drauf, ja, sind drei Sprachen, allerdings nicht Deutsch, aber es ist ja egal. Es ist auf jeden Fall offiziell lizenziert. Es hat vollständige Kontrolle über die PS4, über Bluetooth. Und man kann nicht nur die PS4 steuern, sondern auch den TV, den Verstärker und auch eine Set-Top-Box, falls sowas vorhanden ist. Und das ist natürlich sehr cool. Man kann die PS4 an- und ausschalten. Zumindest heißt das hier. Und es funktioniert mit den meisten Media-Apps. Gut, dann schauen wir gleich mal rein, was uns hier drin erwartet. Gucken wir mal. Und es ist mir auch immer noch ein Rätsel, warum es nicht nur keine offizielle Fernbedienung gibt, sondern auch, dass es die nicht mal hierzulande gibt. Weil dafür gibt es auf jeden Fall einen Markt. Und ich weiß nicht, warum man das verschläft. Na, ist ja egal. Auf jeden Fall ist das hier die Packung. Hier ist nichts mehr drin. Okay. Hier haben wir die Fernbedienung, die nicht rausgehen will. Doch, jetzt will sie raus. Okay. Sehr, sehr lang. Die schauen wir uns gleich an. Wir schauen uns erstmal das Zubehör an. Das ist nur ein Karton. Und ach, das war's schon. Okay, das ist auf jeden Fall die Anleitung. Im selben Format wie die Fernbedienung. Das ist einmal sehr, sehr lustig. Was mich jetzt wundert, es gibt tatsächlich keinen Empfänger und scheinbar kann die PS4 das wie einen Controller erkennen, denn ein PS4-Controller braucht ja auch keinen Empfänger, der geht ja auch per Bluetooth. Aber oft genug brauchen weitere Peripherie- oder Controller-Teile oder wie sowas wie Lenkräder meistens noch einen Empfänger, einen zusätzlichen. Und das Teil hier scheinbar nicht. Das ist ja mal interessant. Ich schaue jetzt nur ganz kurz in die Anleitung, ob das wirklich so ist. Und währenddessen reiße ich das Teil schon mal auf. So, okay, hier haben wir die Fernbedienung. Was jetzt komisch ist, es sind keine Batterien dabei. Habe ich die verpasst? Okay, nein, es sind auch wirklich keine dabei. Das heißt nur, man soll einfach Batterien einsetzen. Das sind Mikrobatterien, Mikrozellen, die man hier reinfüllen muss. Die habe ich jetzt natürlich nicht parat, fantastisch, aber macht nichts. Für den Check habe ich natürlich gleich welche eingesetzt. Aber was wundert mich, nicht mal Batterien sind dabei. Das ist ein bisschen mager und auch kein Dongle, wie gesagt. Aber hier steht schon, wie man das Ding verbindet über Settings, über die Einstellungen Geräte, über Bluetooth-Geräte. Und dann kann man das scheinbar per PlayStation-Taste genauso wie den Controller direkt wohl verbinden. So. Gut, das werde ich aber eh testen. Das gehört jetzt nicht zum Unboxing. Erstmal, die Fernbedienung liegt relativ gut in der Hand. Sie ist sehr, sehr schmal. Sie ist sehr, sehr lang. Man kann um an alle Tasten zu kommen, muss man ein bisschen hin und her wandern mit der Hand. Es gibt auf jeden Fall sehr viele Tasten. Also wir fangen mal an. Wir haben eine Auswurftaste, eine TV-Taste, Power-Taste. Das ist wahrscheinlich für die PS4. Man kann die Geräte auswählen, die PS4, den Fernseher, Verstärker oder Set-Top-Box. Natürlich ein Tastenfeld, das darf scheinbar nirgends fehlen. Dann gibt es noch Menüs, Top-Menü, Pop-Up-Menü, Exit und Return. Vier bunte Tasten, das ist wahrscheinlich auch für den Fernseher natürlich. Und darunter haben wir die vier PlayStation-Tasten, die sind natürlich für die Bedienung. Genauso wie das Steuerkreuz, mit dem man einfach sich durch die Menüs navigieren kann. Genauso Page Up and Down, Guide Button, Info Button. Das ist ein bisschen wie bei meinem Fernseher, muss ich sagen. Es gibt auch eine Share-Taste tatsächlich und eine Options-Taste. Dazu noch die üblichen Player-Funktionen, Vorspulen, Zurückspulen etc., Aufnahme, Stopp. Und natürlich Volume, also Lautstärke und Kanalwahlen. Das ist natürlich auch ganz praktisch. Das Gute ist,
manche der Tasten haben einen guten Druckpunkt. Beispielsweise das Steuerkreuz, das klickt ein bisschen beim Eindrücken. Genauso die Volume- und Channel-Taste. Und das Ganze, alle Tasten sind gummiert. Das sind keine, ist eine relativ billige Lösung, muss ich sagen. Das ist einfach Gummitasten, die man eindrückt. Manche Tasten klicken nicht, die sind so ganz normal wie eine billige Fernbedienung. Aber manche lassen sich klicken, das ist ganz okay. Aber jetzt würde ich mal schauen, wie gut sich das Teil direkt an der PS4 macht. Mal sehen. Ich habe jetzt die Fernbedienung schon mal an die PS4 angeschlossen bzw. verbunden per Bluetooth. Und es ist tatsächlich so, das Teil braucht keinen Empfänger. Es arbeitet direkt über Bluetooth-Verbindung und das zeige ich jetzt noch ganz schnell. In dem Fall habe ich es eigentlich schon verbunden mit der PS4, aber ich zeige jetzt trotzdem euch mal schnell. Einfach in den Einstellungen über Geräte und dort über Bluetooth-Geräte. Dort kann man das Ding suchen lassen und dann wird es erkannt als PDP Universal Media Remote. Und wenn das einmal verbunden ist, fungiert es quasi wie ein normaler PS4 Controller. Nur eben als Fernbedienung, mit anderer Form. Das heißt, man hat genauso ein Steuerkreuz, kann sich hier durch navigieren, kann bestimmte Funktionen aktivieren. Man hat auch alle vier PlayStation-Tasten, die man bedienen kann. Und auch sogar eine PlayStation-Taste, wo man auch in das Schnellmenü reinkommt. Und diverse weitere Funktionen. Das Gute ist, also grundsätzlich ist das schon mal sehr, sehr praktisch, um durch Menüs zu navigieren. Aber eine Fernbedienung braucht man natürlich auch vor allen Dingen für Filme, beziehungsweise um sich Videos anzusehen. Dafür ist ja eine Fernbedienung da, damit man ein bisschen gemütlich auf dem Sofa sitzen kann und nicht einen Controller braucht umständlich, sondern einfach nur einhändig eine Fernbedienung. Und ich habe jetzt einfach hier schon mal einfach mal eine Blu-ray-Disc eingelegt. Die läuft schon so nebenbei. Und das ist übrigens 2001 Odyssee im Weltraum, mein Lieblingsfilm. Und hier kann man ganz normal mit den Player-Tasten mit Vor- und Zurückspulen, Kapitel auswählen, ganz normal den Film bedienen. So, und auch vor Kapitel springen und auch ins Menü gehen, ganz normal. Und das Beste daran, das merkt man vielleicht schon, dass die PS4 steht ja hier nebendran direkt, aber da es Bluetooth ist, geht das auch irgendwo. Man muss nicht wie bei einer Infrarot-Fernbedienung immer auf das Teil draufhalten, sondern man kann das irgendwo hinhalten und es funktioniert trotzdem. Also das ist völlig egal, wie man das hält, das kann irgendwo sein und das ist eigentlich super praktisch. So, das war es jetzt mal ganz kurz aus dem Film. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist, ist Video on Demand. Da schauen wir gleich mal rein, TV und Video, wenn wir zum Beispiel bei Amazon Video reingehen. Dauert ein bisschen, bis es losgeht. So, das muss erstmal ein bisschen hochfahren. Es sind sehr, sehr viele Tasten hier auf der Fernbedienung, das kann ich schon mal sagen, die teilweise nicht benutzt werden oder nur in bestimmten Anwendungen benutzt werden und teilweise nicht. Hier haben wir jetzt Amazon Prime Video und hier können wir eigentlich auch genauso rumnavigieren, uns Videos raussuchen, die wir anschauen wollen. Und das ist eigentlich relativ komfortabel, muss ich sagen. Das ist echt ganz nett. Mir gefällt jetzt hier nichts, was mir für hier vorgeschlagen wird. Ich kann auch jederzeit mit Kreistaste, genau wie auf dem Controller, wieder zurück ins letzte Menü und mir irgendwas aussuchen. Dasselbe geht natürlich auch für WatchEver oder Netflix. Funktioniert genauso die Bedienung. Oder auch zum Beispiel auf YouTube. YouTube lässt sich genauso bedienen. Das ist ja auch genau wie ein Controller. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob hier die Player-Tasten funktionieren. Ich glaube jetzt fast nicht. Ja, gut, ich muss jetzt diese Anzeige erstmal schnell überspringen. So. Doch, die funktionieren auch. Tatsächlich nicht schlecht. Also man kann hier auch vor- und zurückspulen und muss nicht unbedingt hier die Buttons benutzen. Man kann auch die Pause-Taste benutzen. Die geht auch. Und kann auch wieder auf Play. Das heißt, man ist nicht festgelegt auf diese Tasten hier, die eingeblendet sind, sondern kann direkt von der Fernbedienung aus die Tasten auf der Fernbedienung nutzen. Das ist super praktisch.
Zum Thema praktisch. Auch praktisch ist, das Teil kann nicht nur die PS4 fernsteuern, sondern auch den eigenen Fernseher und auch einen Verstärker sowie eine Set-Top-Box, wie schon erwähnt. Ich habe das Ganze jetzt mit meinem Fernseher verbunden, allerdings nicht hier, weil das ja nicht hier, das ist hier in meinem Büro. Ich habe das Ganze mit meinem Panasonic-Fernseher im Wohnzimmer verbunden, ging problemlos, mehr oder weniger. Es gibt eine automatische Suchfunktion, mit der der Fernseher erkannt wird. Das hat bei mir nicht geklappt, aber was geklappt hat, ist die... Ich konnte mehrere Codes eingeben. Also es ist so, in der Anleitung gibt es eine riesige Anzahl an Codes, die man eingeben kann. Eben und für Panasonic standen, ich weiß nicht wie viele dran. Und die tippt man ein, so lange, bis eben die Fernbedienung funktioniert mit diesem Fernseher. Sprich, bis der richtige Code eingestellt ist. Aber ganz simpel eigentlich. Der erste Code hat auch gleich funktioniert bei mir. Und ich konnte dann den Fernseher eben auch steuern über die Kanaltasten, über die Lautstärke. Und ich konnte auch das Tastenfeld endlich benutzen, um die Kanäle direkt zu wählen. Und einige Funktionen gingen nicht. Das konnte die Fernbedienung allerdings erlernen. Und zwar einfach mit der normalen Fernbedienung vom Fernseher. Die konnte quasi der Fernbedienung beibringen, welche Funktion was ist. Also wenn ich zum Beispiel den Guide-Knopf, der war nicht belegt, den konnte ich neu belegen. Dazu musste ich praktisch die Fernbedienung nur in den Lernmodus schalten, indem ich TV halte und die Taste bzw. nicht die Guide-Taste, sondern eine der runden Tasten ist es, Entschuldigung. und zwar so lange, bis ein rotes Licht blinkt. Das hält man. So, jetzt ist es im Lernmodus. Das heißt, wir können jetzt die gelbe Taste neu programmieren. Und in dem Fall sagen wir mal, die gelbe Taste soll die Guide-Taste sein. So, dann drücken wir das auf der Fernbedienung und bringen das der praktisch bei. So, jetzt blinkt's. Und dann ist es programmiert und dann kann man das auch nutzen, genauso wie auf der alten Fernbedienung. Also man lernt, die neue Fernbedienung kann quasi von der alten lernen und das ist ganz praktisch, muss ich sagen. Dasselbe gilt dann wohl auch natürlich für Verstärker und Set-Top-Box, was ich jetzt nicht habe und nicht ausprobiert habe, aber ich nehme an, das geht auch. Damit ja, sind wir eigentlich schon am Ende von diesem ganz kleinen Review von dieser Fernbedienung. Grundsätzlich sehr gutes Gerät, muss ich sagen. Sie ist nicht ganz so gut wertig verarbeitet und nicht ganz so... schick wie die alte, offizielle Fernbedienung von der PS3 von Sony. Aber sie ist ein verdammt guter Ersatz für den Controller. Sie macht sich sehr, sehr gut. Sie ist lernfähig vor allen Dingen. Sie kann mehrere Geräte bedienen und sie erfüllt eigentlich alle Funktionen, die das Teil eben haben muss. Moment, muss ich wieder auf PS4 umschalten, dass ich wieder auf PS4... Denn man kann immer jederzeit natürlich jedes Gerät ansteuern, das man will. Außerdem gibt es zusätzlich auch noch einen Eject-Knopf, auch sehr gut. Damit wirft er die Disk direkt aus, direkt auf Knopfdruck und nicht umständlich über das Menü oder am Gerät. Das ist auch sehr, sehr gut. Und zudem lässt sich die PS4 damit auch ein- und ausschalten. Sehr, sehr gut. Was mir weniger gefällt, ist, wie gesagt, es liegt nicht ganz so geil in der Hand. Ist es okay, man muss aber immer wieder herumrutschen, um an allen Tasten hinzukommen. Es fehlen die Batterien, es sind keine Batterien dabei, auch eigenartig. Aber dafür hat das Ding einen günstigen Preis, nämlich ungefähr nur $30. Damit kommen wir schon aber zum größten Nachteil. Das Ding gibt es ja hierzulande nicht. Das heißt, wenn ihr das kaufen wollt, unbedingt, müsst ihr es quasi aus den USA bestellen. Und dazu geht ihr auf Amazon.com und tippt entweder oben in der Suchmaske PS4 Remote ein. Dann kommt ihr gleich als erstes Suchergebnis die Fernbedienung oder ihr nehmt einfach den Link unten in der Beschreibung. Aktuell kostet das Teil nicht mal $30, sondern sogar nur $24,99. Allerdings lasst euch nicht täuschen, grundsätzlich kommt noch Versandkosten und Zollgebühren obendrauf. Das heißt, da kommen nochmal ungefähr $16-17 obendrauf auf den Kaufpreis. Das heißt, bei einem Normalpreis kommt ihr dann entweder auf $46 oder ja, irgendwas zwischen $40 und $50, sagen wir mal. Und das ist umgerechnet irgendwas um die 40 Euro, was ihr dann bezahlen müsst, inklusive Versandkosten. Allerdings verspricht Amazon, es gibt keinerlei Probleme wegen Versand bzw. Zoll. Und auch ganz interessant, ihr könnt euren ganz normalen Amazon.de-Account nehmen und euch dort bei Amazon.com direkt einloggen. Da braucht ihr kein neues Konto dafür. Und das war's schon wieder mit diesem Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne auf ein Gefällt mir klicken. Wie gesagt, die Fernbedienung finde ich sehr, sehr praktisch. Für ungefähr 40 Euro kriegt ihr die, inklusive Versandkosten. Ist ein bisschen happig, weil die Verarbeitung natürlich nicht ganz so perfekt ist, wie sie sein könnte. Aber dennoch ein praktisches Gerät. Und
Verpasst auch nicht die anderen Videos hier auf diesem Kanal und dann sieht man sich gerne beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin.